Nur ganz wenige der Künstler, ich spreche nicht von Malern mit Öl auf Leinwand, sondern nur ganz wenige der Künstler haben diese Schwerelosigkeit in sich gespürt, haben sie alle. Aber nur ganz wenige haben sie ausdrücken können, indem sie die Schwerelosigkeit als die Vibration, als die ausströmende Vibration, die ausstrebende künstlerische Vibration erzeugt haben. Besteht aus Staub und Eis wie die Kometen. Und das ist die echte Kunst. Wenn wir beim überlieferten Kunstbegriff noch eine Zeit lang bleiben wollen, um es besser verständlich zu machen. Gute Kunst der Vergangenheit, irrationalisiert, drogiert, vernebelt, die Kunst des neuen, der neuen Weltraumkultur schafft nicht nur Fantasie oder schafft nicht nur übersetzte Fantasien, sondern zu der Fantasie, dass das Neue, als Astronaut kann ich das sagen, ist das Neue, dass zu der Fantasie auch die Erkenntnis kommt.